Und da geht es auch schon weiter. Herzlich willkommen zurück zu Dear Esther. Es ist Teil Nummer 4. Wir befinden uns in den wunderschönen Höhlen dieser Insel, beziehungsweise ich weiß inzwischen gar nicht mehr, ob diese Höhlen überhaupt zu diesem Planeten gehören, denn dafür sind sie fast zu schön. Jetzt bin ich hier leider, muss ich sagen, etwas verwirrt, weil jetzt könnte ich hier natürlich da lang und dort lang und ich gehe jetzt aber einfach mal nach oben, beziehungsweise bleib mal auf dieser Brücke hier. Und dann schaue ich mir diese Brücke an. Und hier ist wieder, also diese Zeichnungen wirken teilweise, als wären sie völlig unterschiedlichen völlig unterschiedlichen Ursprungs. Also zum einen sehen sie nach chemischen Formeln aus, zum anderen einfach nach lustig verschnörkelt gezogenen Linien. Weiß nicht, ob das die gleiche Person war, die das gemacht hat. Und jetzt bin ich natürlich wieder am Überlegen, mache ich hier weiter in diese Richtung? Aber es scheint hier auch sowieso nur im Halbkreis zu gehen. Das heißt, ich komme eventuell sowieso wieder dahin zurück, wo ich herkomme. Das werden wir gleich sehen. Ui, 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 ui. Scheiß, die Wand, dann was ist das denn? Ach, das ist sehr heftig schön. When I was coming round from the operation, I remember the light they shone in my eyes to check for pupil contraction. It was like staring up at a moonlit sky from the bottom of a well. People moved at the summit, but I could not tell if you were one of them. Okay. Oh nein, oh nein, oh nein, da gehe ich lieber nicht rein. Ich glaube, da bin ich gleich wieder weg. Obwohl, das könnte auch so ein. Da könnte ich natürlich auch tauchfähig sein. Das müsste ich mal ausprobieren. Das möchte ich auch ausprobieren. Jetzt könnte ich hier natürlich weitergehen. Ich habe aber. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst machen soll. Ich weiß gar nicht, was die richtige Entscheidung hier ist. Ich weiß es echt nicht. Das ist echt so viel jetzt gerade. Das macht mich richtig kaputt. Weil ich könnte natürlich. Also ich könnte jetzt natürlich da lang weitergehen. Ich könnte mal versuchen, in den Tümpel hier reinzuspringen. Mal gucken, was passiert. Aber ich möchte auch ehrlich gesagt irgendwie erstmal zurück. Aber den ganzen Weg jetzt wieder zurückzugehen, das ist natürlich für einen Zuschauer jetzt nicht wirklich unbedingt prickelnd. Es interessiert mich. Ich habe irgendwie Angst, was zu übersehen, beziehungsweise natürlich eine Textpassage zu verpassen. Deswegen gehe ich jetzt einfach nochmal zurück. So weit war es ja nun dann doch nicht eigentlich. Ich hoffe nur, dass es sich lohnt. Aber allein diese schöne Location hier, da möchte man ja, da möchte man am liebsten einfach nur innehalten und sich das Ganze anschauen. Das ist richtig schön hier. Genau, von da unten sind wir gekommen, aus diesem Höhlenausgang, Eingang da raus, oder aus diesem Gang zumindest, in diesem Höhlensystem. Über diese Brücke sind wir gelaufen und nach da hinten ginge es jetzt quasi weiter. Jetzt weiß ich nur nicht. Boah, das sind noch ganz andere Gänge, glaube ich. Ich glaube, das wird richtig verwirrend, jetzt hier den richtigen Weg zu finden, wenn es überhaupt einen richtigen Weg gibt. Und hier ist natürlich wieder viel Wasser. Ob ich da durch kann, das weiß ich nicht. Oder ob ich wieder ertrinke. Oder halt wiederkehre dann irgendwie. Aber das ist mir jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen egal, weil ich möchte jetzt hier einfach nur wissen, was zum Beispiel da hinten ist. Gut, das scheint tatsächlich einfach nur ein Weg zu sein. Also so wirklich.
Einen großen Unterschied macht es wahrscheinlich nicht, wo ich hier wann und wie lang gehe. Hier ist sowieso dicht, so wie es aussieht. Ja, da kann ich. Das scheint mir auch die Strömung ein bisschen entgegenzuwirken. Ja, ich komme gar nicht. Ich komme gar nicht gegen die Strömung an. Das Wasser ist relativ flach hier. Also mit Tauchen ist hier schon mal nichts. Hier kann ich jetzt wieder an Land. Und das hier sieht aus wie irgendwelche merkwürdigen Fußspuren. Oder sind Steine, die aus dem Boden ragen, das kann auch sein. Okay. Oh, was haben wir denn da? Das ist auch noch so eine interessante. Das kommt mir jetzt wieder aus dem. Ach, was war das nochmal für ein Unterricht? Was war das nochmal für ein Fach? Naja, egal. Ja, da sind wir jetzt doch relativ sicher wieder an der Stelle, wo wir am Anfang waren, wo wir nach oben gegangen sind. Aber ich kann ja natürlich auch noch rein theoretisch hier unten lang. Ich kann so viele Wege wählen jetzt gerade, dass es echt nicht leicht ist, sich da zu entscheiden. Hier nimmt uns auch so ein Stück weit jetzt die Strömung einfach mit. Aber ich möchte mich ehrlich gesagt gar nicht so sehr von der Strömung treiben lassen, weil nachher ist noch irgendwas Komisches. Leider gab es bis jetzt entgegen meiner Vermutung hier keine weiteren Textpassagen, die weiterhin Aufschluss geben über das, was hier jetzt gerade abgeht, beziehungsweise warum wir hier sind. Und ich glaube auch, so wie das jetzt hier aussieht, ist jetzt hier dann auch mal eine Sackgasse. Und jetzt bin ich, ja, jetzt geht es hier mal gar nicht weiter, oder? Nee, hier geht es jetzt mal gar nicht weiter. Wieso macht der Mann seine Taschenlampe eigentlich nicht an? Okay, also da ging es jetzt nicht weiter. Dann wissen wir das aber wenigstens. Und ich habe nicht andauernd den Gedanken im Kopf, ich könnte irgendwo was verpasst haben. Ja, dann gehe ich jetzt nämlich wieder darüber. Und dann probiere ich es da oben mal mit dem Tümpel. Mit dem Reinspringen. So, muss nur die Richtung wieder finden, das war diese. Und jetzt finde ich, an solchen Stellen fehlt tatsächlich wirklich eine Sprintfunktion, die es einfach möglich macht, schneller wieder an den letzten Ort zurückzurennen, damit das hier nicht ganz so lange dauert. Habe ich das vorher angeschaut? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich es jetzt gesehen. So, jetzt sind wir hier vorher rechts gegangen, nach da unten. Jetzt würde mich mal interessieren, was da. Oh, da hoch geht es gar nicht. Das geht leider gar nicht. Das scheint auf jeden Fall aber ein ziemlich helles Licht zu sein oder ziemlich viel Licht. Nun, das erleichtert aber auf jeden Fall die Wahl. Jetzt probiere ich hier mal, also das sieht schon ziemlich tief aus. Das scheint auch richtig weit nach unten zu gehen. Ich mache das jetzt. Hoi, hoi, hoi. Okay, das ist nichts weiter hier. Also hier gibt es keinen Durchgang, oder? Hammermäßig.
Kann ich jetzt auch sterben oder ersticken oder so? Oder kann ich ewig unter Wasser bleiben? Bis jetzt habe ich zumindest mal keine Erscheinung, dass ich irgendwie ersticken würde. Naja. Schade, das sieht eigentlich aus, als ginge es da richtig weit runter. Das ist natürlich auch irgendwo das Loch, was hier reflektiert. Heißer. Unfassbar. Vor allem jetzt auch keine Atemnot bekommen und nichts. Das ist schon ein bisschen merkwürdig jetzt auch. Und hier haben wir jetzt Damaskus, heißt das Damaskus? See. See. Sit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was soll das heißen? Also Damaskus meine ich da lesen zu können, aber das ist jetzt natürlich auch ein bisschen meiner Fantasie geschuldet. Taken. Damaskus ist taken. Und was heißt das da oben? Das kann ich jetzt... Das erste Wort kriege ich irgendwie nicht auf die Reihe. Irgendwas mit hold oder old, also old zum Schluss. Das kriege ich irgendwie nicht auf die Reihe. Kann sein, dass ihr das besser erkennt, aber ich erkenne da... Nö. Aber auf jeden Fall irgendwas mit Damaskus ist taken, meine ich dazu lesen. Was hat denn das jetzt mit Damaskus zu tun? Boah, das wird immer mehr. Das könnte ja fast schon außerirdischen Ursprungs hier sein. Alter Verwalter. Wer hat sich denn Damaskus genommen? Jetzt geht es hier schon ins Grünliche. Vorher war es so ein Blau. Jetzt geht es ins Grünliche. Jetzt wird es wieder blau. Und was passiert jetzt? Musik ändert sich wieder ein bisschen. Oder es kommt so eine merkwürdige, fast schon gruselige Musik. Naja, Musik kann man nicht sagen, aber so Soundkulisse. Hier wirkt es. Ah ja, hier wird es wieder ein bisschen getaucht. Oh. Okay. Oh, wo sind wir denn hier? Was ist nun los? Hänge ich irgendwo? Nee. Okay, ich muss glaube ich da lang weiter. Oder? Oder habe ich mich jetzt fehlorientiert? Weiß nicht. Doch, doch, doch. Jetzt bin ich gerade wieder zurückgeschwommen, getaucht. Glaube ich zumindest. Also machen wir es nochmal. Ja, so soll es doch aussehen. Und hier geht's wieder so ein Loch runter. Menno, immer wieder in so Löcher rein. Kann ich hier nicht außen rum? Irgendwie? Nö. Nö, 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 nö. Lups. Ui. Was ist denn das? Okay.
ist ja krass. Was ist denn jetzt hier los? Moment, ich gehe jetzt nochmal zurück zu diesem Krankenhausbett, zu dieser Krankenhausliege. Das Geldstücke, die da drauf liegen? Sieht so aus. Oh, was ist denn jetzt hier Fakt? Ich scheine irgendwie unter Wasser zu sein, aber. Doch, irgendwie scheine ich mich nach oben bewegen zu können. Aber ich sehe fast nichts. Und ich komme auch immer wieder nach unten. Also ich lande immer wieder auf dem Boden irgendwie. Und es wird immer dunkler. Was? Was ist denn los? Ja, ist das richtig, was jetzt hier passiert ist? Was ist, wenn ich wieder zurückgehe? Ich kann hier relativ tief tauchen. Nee, aber so wirklich zu bringen scheint es mir nichts. Bin ein bisschen geflasht. Ich weiß nicht wirklich, was jetzt gerade diese Zwischensequenz sollte. Okay, da geht's ins Licht. Huss, Lade! Ladebildschirm, klasse! Ja. Aha. Wir eine Trophäe erhalten, diesmal mit dem Namen Esther. Die erste Trophäe war Donnelly. Nach dem ersten Kapitel nehme ich an. Die zweite war dieser Jacobson. Jetzt war es Esther. Und jetzt bin ich hier an einem Punkt, wo da vorne. Ja, wo ich offensichtlich in die Richtung muss. Ich nehme das an dieser Stelle aber auch wieder furchtbar gerne als Anlass, die Story an der Stelle zu unterbrechen und im nächsten Video mit ihr fortzufahren. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn es euch gefällt. Ich freue mich auch, wenn ihr das dementsprechend kommentiert und ich freue mich auch über einen Daumen hoch. An dieser Stelle herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.